herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute stelle ich euch das Flip-Through von diesem absoluten Schätzchen vor. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wäre eine super Gelegenheit. Gerade bei diesem Video würde ich mich mega freuen, wenn das dazu führt. Ja, ansonsten Likes, Kommentare, Austausch herzlich gerne her damit. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie euch das hier gefällt. Das hier ist das Sprüche-Journal, was meine Freundin heute zum Geburtstag bekommen wird. Ja, und das ist auch eine besondere Freundin, deswegen bekommt sie auch ein besonderes Buch. Es ist natürlich klar, dass man sowas nicht für jeden irgendwie bastelt, den man in seinem Freundeskreis hat, weil das könnte man ja wahrscheinlich gar nicht schaffen. Also ich glaube, selbst wenn man irgendwie 5 oder 6 Kandidaten da hat, das war echt Arbeit. Das hat aber auch mega, mega Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, euch das vorstellen zu dürfen. Ja, ich werde euch nicht jeden Spruch vorlesen, weil hier sind weit über 100 Sprüche drin. Ich habe hier gleich gerade noch so eine kleine Klemme gefunden. Da muss ich noch irgendwas Kleines finden, was ich da reinpacke. Vielleicht mache ich das auch hier an die Geburtstagskarte dran. Karte muss ich noch schreiben, noch ist der Umschlag leer. Oh mein Gott, was kostet die Welt, ne? Also, ich muss ja mal sagen, ist ja erst heute der Geburtstag, ne? Also dieser Umschlag, der wird gleich da einziehen. So, beginnen wir mal unser Flip-Through. Genutzt habe ich das Temperia-Papier von Cosmos Infinity und Cosmos Infinity Backgrounds und habe damit dieses Herzchen hier gemacht. Ich habe ziemlich viele Sachen bei Funkekram eingekauft. Nicht alles, also das große Papier zum Beispiel gibt es da leider nicht. Ja, ich weiß, ihr habt da Probleme mit Versand. Trotzdem total schade. So, geht's los. Auf dem Cover. Also mal das Cover habe ich geschlossen. Ja, eigentlich mit einer hier Gummischnur mit super schönen Perlen. Die habe ich alle bei Funkekram gekauft. Nur ist dieses Buch aber so schwer und so dick geworden, dass ich noch einen zweiten Verschluss hier mit dazu gemacht habe. Und zwar dieses eigentlich zum Filzen. Das Garn oder die Wolle ist eigentlich zum Filzen. Also sie passte farblich so perfekt. Das ist, das Hasi hat ein Gatermouth. Also das ist echt groß und dick und fett geworden. Viel mehr als ich das erwartet hatte. Also da muss ich echt noch üben, dass ich die Signaturen echt passend zum Rücken mache. Weil der Rücken ist, sag ich mal, das war ein altes Kochbuch, also der ist relativ breit. Aber mit 3 Signaturen hat sich das hier schon ganz schön gestreckt. So, das heißt, wir haben hier ein sehr volles, schönes Buch. Ich will nicht Büchlein sagen, weil ein Büchlein ist es nicht. Erstmal, auf dem Cover gibt es extra Seiten. Ich kriege diese extra Seite nicht auf. Ist auch herrlich. Nein, ich habe so schön und hübsch zugebunden, extra für euch zum Zeigen, dass ich es kaum aufkriege. Ich glaube, ich muss auch meiner Lieben dann ein bisschen Nachhilfe geben, wo sie aufmachen darf und wo nicht. Also vielleicht sollte ich auch das Cover komplett aufmachen. Dann geht nämlich auch das Heftchen oben drauf auf. So. Machen wir das mal. Also hier haben wir extra Schreibplatz, einfach wirklich völlig nackig, aber schön Schwarztee gefärbt. Und das Schöne an meiner Form ist, meine Form, ich habe so eine alte Auflaufform, in der ich mein Papier färbe, mit ein paar Roststellen. Und da kommen halt wunderschöne Sachen zustande. So, das ist großflächig natürlich aufgeklebt, dass ich das auf keinen Fall jemals wieder vom Cover löse. So, also hier, extra Platz für was auch immer. Ich hoffe ja, dass sie das weiter als Sprüchebuch nutzt. Ich glaube, es würde sich so anbieten. Dieses Papier ist einfach nur cool. Und ich freue mich einfach mega. Das haben ein paar Sachen zusammengepasst. Und zwar ist unsere Lieblingsfarbe alles, was so mit blauen Petroltönen zusammenhängt. Spielt mir natürlich voll rein. Also wenn jetzt jemand rosa und pink hätte, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit gehabt, Sachen zusammenzusuchen. Und wir hatten neulich in der Gruppe Happy Mail Deutschland eine Loaded Envelope mit einer Lieblingsfarbe. Und da habe ich von der lieben Kerstin nämlich ganz tolle Sachen bekommen, die ich zum Teil hier direkt verbastelt habe. Also Kerstin, wenn du jemals dieses Video schaust,
Prost, ich trinke auf dich. Perfekt, das war super Timing. Es war einfach super Timing, dass ich die Sachen bekommen habe und vielleicht verbasteln konnte. So, rein geht's. Ich habe euch schon erzählt, wir haben 3 Signaturen. Hier habe ich so ein kleines Ausklappelement. Da wird der Geburtstagsumschlag drin wohnen. Ich stecke ihn jetzt schon mal rein, auch wenn er noch nicht gefüllt ist. So ein bisschen schräg, zack, dass man das Börschchen noch vernünftig sieht. So, dass man noch blättern kann. Hier habe ich einen kleinen Fold-out, hast du nicht gesehen, gebaut. Und eigentlich stecken überall in allen kleinen Täschchen kleine Kärtchen mit Sprüchen. Also versuch nicht ein erfolgreicherer, sondern ein wertvoller Mensch zu sein, Albert Einstein. So und so stecken hier überall Sprüchekärtchen drin. Ich hatte neulich ein Mädel, die mir einen Kommentar geschrieben hat bei YouTube, dass sie Sprüche liebt. Meld dich doch einfach nochmal bei mir, dann schicke ich dir die Sprüche auch so. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich mit meiner Schreibmaschine, das sind alles Schreibmaschinen geschriebene Sprüche überall drauf. Und sowas hier, es passt farblich hier nicht so richtig rein und es passt auch farblich nicht so richtig zusammen. Aber das ist das, was ich mit dieser Karte aussagen wollte. Also ich könnte erkennen. Ich muss zwischendurch mal gucken, was ihr da seht. Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Es ist, manchmal braucht man eine Fehlfarbe, um wieder aufzuwachen. Und so ist dieser kleine Foldout hier. Also ich glaube auch, wenn sie das Büchlein nachher in den Händen hält, jetzt habe ich schon wieder Büchlein gesagt, es ist ein ausgewachsenes Buch, es ist fast DIN A4, dann werden wir wohl irgendwie Kaffee trinken, Spielfilm schauen, ich weiß es nicht, damit sie ein bisschen Zeit mit verbringen. Aber ich glaube eher in Ruhe. So, wir haben hier einige Sachen, die große Blätter haben. Also immer, man kann überall alles rausnehmen und sich einfach auch, vielleicht auch jemandem anderen schenken. Ne? Man nimmt eine Karte, man nimmt einen Spruch, der jetzt vielleicht nicht so fest verklebt ist wie der hier. Und kann einfach jemandem anderen damit eine Freude machen. Und dann vielleicht irgendwas anderes hier reinstecken, wer weiß. So, also ich habe immer versucht, hier so dieses Thema mit diesem Netz da weiterzuführen. Das hier habe ich auch in der Happy Mail bekommen. Ich glaube, die habe ich tatsächlich von der Jessie bekommen. Also wann immer ihr eure Sachen hier wiederfindet, feiert es. Es ist das geilste Journal, was ich hier gemacht habe. Und das hat so Spaß gemacht. Dementsprechend haben eure Sachen hier einen wunderschönen Wohnort. Ja? Hier sind überall kleine Taschen. Und die kleinen Die-Cuts, also ich weiß nicht, ob ihr die How-To-Videos oder die Craft With Me in Watch Me Crafts gesehen habt. Ich habe hier viele kleine Elemente gemacht. Und diese vielen kleinen Elemente zeige ich euch jetzt natürlich nur alle im Schnelldurchlauf. Beim Machen habt ihr vieles davon schon sehen können. Meine kleine Stempelorgie im Schnelldurchlauf und so, da ist einiges passiert. Ja, und so, diese Sachen hier hatte ich auch noch aus einer Happy Mail. Super schön. Mega. Das habe ich auch irgendwie bei Facebook gesehen, in der Gruppe Spaß am Junk Journal, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe diese kleinen Fähnchen gesehen und die kann man umklappen, da ist auch noch ein Spruch dran. Und die gucken hier so herrlich hinten raus. Ja, und hier so diese Federn, die habe ich auch von Kerstin aus der Happy Mail. Ja, hier und da einfach gestempelte Sprüche drin. Hier. Das hinter jedem ist, nämlich hinter jedem, hinter einigen ist was, beziehungsweise Schreibplatz, weil es da schon Spruch drauf. Genau. Hier ist einfach, man kann was hinterklemmen. Das ist ja auch noch nicht fertig. Also ich glaube, ein Junk Journal wird nie fertig. Das heißt, wann immer oder welches Junk Journal ihr auch immer in der Hand habt, ihr seid einfach nicht fertig. Selbst wenn es komplett vollgeschrieben ist, irgendwo habt ihr einen Platz, wo ihr sagt, dieses Foto muss da noch rein, diese Karte muss da noch rein. Dieses irgendwas muss hier noch rein. Hier habe ich auch diese schönen Sachen. Kerstin, ich glaube, deine Happy Mail ist hier fast komplett aufgegangen. Und ich habe jetzt hier noch darauf verzichtet, an diese kleinen Tüdelchen noch mehr Gedöns dran zu hängen. Sonst kriege ich das Buch nicht mehr zu. So, genau. Weitere Sprüche. Hier ein kleines Schiebeelement. Talking to the Moon. Ich muss noch gucken. Ich glaube, ich packe das gar nicht in Geschenkpapier ein. Ich glaube, das kriegt eine Geschenktüte. Genau, Schreibplatz, also das ist so ein schönes
So ein ganz hellblau-graues Briefpapier, was ich gefunden habe. Und jetzt, nachdem ich das hier gebastelt habe, werden noch alle Brieffreundinnen und Happy Mail-Freundinnen wieder beachtet. So lustig, diese kleine Feder, die habe ich mal im Adventskalender gehabt, den ich von meiner lieben Freundin bekommen habe. Und jetzt ist diese wunderschöne Gliederpuppe mit diesem Heiligenschein, hält diese kleine Feder fest. Also ich fand das ein sehr schönes Symbol und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch erkennen wird. Falls nicht, spätestens wenn sie das Video mal jemals schaut. Gott, ich habe schon zwischendurch einen Schock bekommen, als sie gesagt hat, ja, ich habe so einschlafen, habe ich ein Video von dir geguckt und gehört, das war voll schön. Da dachte ich so, hoffentlich nicht den neuen, weil sonst weißt du, was du zum Geburtstag bekommst. Also ich muss ab und zu mal ein bisschen Kaffee nachladen. Every possibility begins with the courage to imagine. So, genau. Hier so in den Briefumschlägen sind immer kleine Karten. Und die waren nämlich bei dem Set auch mit dabei, bei dem Siberia-Set. Ich habe hier total viele Elemente. Oh, das hier steht so schön über den Rand, das finde ich so fein. Total viele Elemente habe ich einfach hier wild durch die Gegend organisiert. Hier haben wir die kleine Geschichte. Ja, eine Geschichte, die hier mit dem Die-Cuts zusammen sich getan hat. Frechheit. Ja. Der Rabe und der Fuchs und der Fuchs und der Rabe. Also die Geschichte ist echt süß. Ja. Und Kerstin, du wirst es wieder erkennen, ne? Ja, Lachen ist für die Seele dasselbe wie Sauerstoff für die Lunge. Duodefiné. Es sind längst nicht alle Sprüche, die ich so gesammelt habe, hier untergekommen. Ich muss aber sagen, ich habe 8 oder 9 DIN A4 Seiten getippt mit der Schreibmaschine. Davon kriege ich mir wirklich, wirklich Muskelkater in den Händen. Also Schreibmaschine tippen ist ernst zu nehmen was anderes als mit dem Computer zu tippen, ich sag's euch. Aber ich liebe diese Schreibmaschine. Ich habe sie super günstig bekommen. Einfach deswegen, weil die 1 nicht mehr funktioniert. Aber mein Gott, wer braucht schon eine 1, ne? Genau, und hier bei diesen großen Sachen habe ich dann immer hinten drauf einen Spruch und von Hand Linien gezogen. Ich mag das immer sehr gerne. Ich nehme euch das mal raus. Ich mag das immer ganz gerne, wenn die Linien einfach eher so ein bisschen wild sind. Ein bisschen Stempelkram. Ein bisschen wilde Linien. Das ist ganz was anderes als ja, ein vorgefertigter Block. Muss ich hier ein bisschen zaubern. Also ich habe es gestern gut reinbekommen. Ich bin heute Morgen noch nicht so ganz wach. Also ich habe bis 12:30 gebastelt. Genau, und hier sind überall so kleine Mini-Charms noch an den kleinen Spitzen dran. Sprüche über Sprüche über Sprüche. So. Deswegen also, wie gesagt, wenn wir heute tatsächlich noch essen gehen wollen, sollte sie das Buch einmal oberflächlich durchblättern. Auch hier wieder so eine schöne Feder. Also ich finde einfach die Sachen, die mir so in die Hände gefallen sind, zu diesem Journal einfach großartig. Immer wieder ein Verschiebeelement. Es hat so Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil es einfach auch meine Farben sind. Ne? Also ich habe hier Vintage Photo, Enchanted Marina, Lost Shadow und Peacock Feathers. Diese 4 Stempelfarben habe ich hier genutzt. Und ich habe mir hier 2 große Bögen Karton, also hier, wer ist das? Cardstock, DIN A, ich glaube 1 oder 0, geschnappt und mit Stoffsprühfarbe, also Stoffglitzerkram besprüht. Und da dann meine Stanzteile draus gemacht und teilweise auch Karten und sowas. Ja, komm schon. Ja, da steht ein bisschen was ab. Hier und da darfst du noch ein bisschen besser kleben, meine Liebe. Ja, ja. So, immer mal wieder was zum Ausklappen. Überall kleine Sprüchlein versteckt. Das hier war ein Fummelkram mit den Herzchen. Also diese Herzchen kommen aus diesem Die-Cut. Ja, ich kann mich noch zur Seite klappen. Auch wieder ein kleines Federchen. Und diese Herzchen sind natürlich dann, sag mal, ein Abfallprodukt von diesem Die-Cut. Aber total süß.
Die passen da perfekt hin. Und hier der Chocolate Charm, der musste unbedingt dahin. Meine liebe Freundin weiß warum. So, genau, diese kleinen süßen Teile hier habe ich auch in der Nähmaschine gemacht und hier ein bisschen immer diese Themen einfach wiederholt. So, wir schauen dann ganz früh, süß und fröhlich. Der kleine Igel, der musste rein, das ging nicht anders. Ich bin auch tatsächlich noch mal überlegen, ob ich hier noch das eine oder andere Viech reinklebe. Ein paar Stunden habe ich ja noch, ne? Also ich will ja erst heute um eins los. Genau, Stempel, dies und jenes, klar. Also ich glaube tatsächlich, ihr habt recht, ein paar von den Die-Katzen möchten bestimmt hier noch mit einziehen. Gut, aber das wird jetzt uns am Flipflow nicht hindern. Hier haben wir wieder was zum Ausklappen. Hier habe ich, das ist so ein Leinenpapier. Von dem sieht man allerdings nicht mehr viel, weil ich da so viel drauf rumgeklebt und genäht habe und so. Ja, das war auch aus der Happy Mail. Das fand ich so geil. Das passt ja auch so schön rein. Was du heute kannst besorgen, das schiebe ganz entspannt auf morgen. Denn was du heute kannst erleben, kann dir morgen keiner geben. Der Spruch ist wirklich wahr. Also, ich glaube, viele dieser Sprüche hier sind sehr wahr. Aber ich liebe den. So. Hier haben wir runde Elemente als Taschen. Schwupps. Dann kann man ganz viel einfach überall rauszupfen. Teilweise auch so kleine Dinger, wo ich dachte so, oh, kriege ich sie da rein, aber nicht, dass sie halten. Man muss das Buch ja nicht durch die Gegend schmeißen. Dafür ist es, glaube ich, nicht gemacht. Ja, einfach hier ein bisschen gestencelt. Meine lieben Die-Cuts, die sind ganz schön fummelig aufzukleben, habe ich festgestellt. Dadurch, dass sie so viele kleine... Ja. Ah, hier, das war noch was offen ist. Da kommt noch was rein. Und zwar habe ich... Das hier war der Loaded Envelope von der lieben Kerstin. Ich habe erst überlegt, den will ich eigentlich selbst behalten. Aber der ist so schön und passte hier so perfekt rein, dass ich ihn einkleben musste. Und ja, wie gesagt, kriegt meine Herzensfreundin. Dementsprechend darf er hier auch sein. Aber ich habe deine Idee auf jeden Fall aufgenommen mit den drei Umschlägen. Den werde ich auf jeden Fall nachbasteln, definitiv. Auf jeden Fall werde ich hier noch Briefpapier rein tun. Das werde ich noch tun. Na gut, dass wir hier zusammen durchblättern, liebe Leute. Das ist sehr gut. Da sehe ich immer noch, dass ich irgendwo noch Lücken habe. Sollte ich doch jetzt einfach mal, ich nehme jetzt hier mal einen Schnipsel und packe mir den mal hier rein, weil dann sehe ich nämlich, wo ich noch was machen muss. Der Trend geht zum Zweitschnipsel, ne? So, Glöckchen darf nicht fehlen. Ist ja auch wieder so ein extra Schreibpapier. Also wie gesagt, man kann dieses Schreibpapier tatsächlich dann einfach schnappen und irgendwem schenken. Ja, und hier so kleine Tags und Tüdels. Ich dachte erst, ich habe vielleicht zu wenig Karten. Dann habe ich beim Verteilen festgestellt, geht. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen großrahmiger noch machen musste oder ein bisschen ausbauen musste, waren tatsächlich die großen Karten. Also die hier in dieser Größe oder auch größer für die Umschläge. Ja. Davon hatte ich ein paar zu wenig. Musste ein bisschen improvisieren, habe das aber auch hingekriegt. Also kleine Karten hier für diese kleinen Täschchen und Co. hatte ich tatsächlich genug. Da war ich ein bisschen am Hadern mit mir, ob das reicht. Das reicht tatsächlich. Ein bisschen zu schnell geblättert, als ich hier das geklebt habe. Das ist alles fein. Ja, die kleinen Schnipselreste von meinem Dingeldangel, der ein bisschen groß war. Ich guck mal, ob ich ein Bild rutsche. Ich bin auch übel, sehr schön. Habe ich dann tatsächlich hier an die Seitenecken gemacht. Oh, hier müssen auch noch Sprüche hin. Ich brauche ein zweites Lesezeichen. Gut, dass ich noch ein paar Stunden Zeit habe. Da fehlen noch mal zwei Sprüche. Ja, was man hier so entdeckt, wenn man mit euch unterwegs ist. Ja, hier zum Ausklappen. Also, Mission, Die-Cuts, Sprüche, Briefpapier, zack. So, hier haben wir mein super cooles Wolfsfenster. Da habe ich ein eigenes Tutorial zu gemacht, genau. Habe hier ein paar Sachen versteckt. Das geht denn hier aufzudrehen. Hier habe ich jetzt mit Charms dran.
dass man das Fenster so auf meinem Kopf aufgeht. Das verkeilt sich nicht ein bisschen zusammen. Es ist nicht zusammengeklebt, es hat sich nur hier so verkeilt. So, hier haben wir den Wolf unter dem Fenster. Das Fenster aufmacht. Hier haben wir dann auch noch Kärtchen drin. Hier wiederholt sich der Wolf genauso wie da. Fand ich total schön, dass das hier so zusammenpasst. Machen wir das Fenster wieder zu. Genau, also in zwei Pockets und drin auch nochmal zwei. Und zwar ordentliche, ne? Also die Pockets, die lassen sich sehen. Jetzt muss ich das nur noch in meinen Knopf hier drumherum kriegen. Das Buch ist so voll, dass ich hier meinen Knopf überhaupt nicht richtig hochkriege. Meine Güte. So. Ja, also diese Herzchenblätze hier habe ich bei Funkelkram gekauft. Die hier habe ich mal, ich weiß nicht, ich habe irgendwo bei einem Bastelflohmarkt ein Tütchen mit Charms gekauft. So, während ich hier so rede, muss ich mit Auszubildende, klingt ein bisschen komisch. Bei unserer Mediatoren-Weiterbildung habe ich eine kennengelernt, die Annabelle. Und sie hat mit ihrem Mann so eine kleine Challenge gemacht zum Thema Ä. Dass sie versuchen, das Ä und Ö und M aus dem Sprachgebrauch zu verbannen. Also wirklich, sag mal, sauber und aufmerksam, achtsam zu sprechen. Finde ich total super. Wenn ich das mal, wenn ich jetzt Ä sage oder Ö, dann muss ich an Annabelle denken. Und muss ein bisschen grinsen. Hatte ich ihr vorhin neulich eine Sprachnachricht geschickt. Ich muss immer, wenn ich Ä sage, ne? Und siehst du schon wieder. Guck mal, jetzt habe ich es schon wieder getan. Ja, so ist das mit dem Ä. Ja, das Leben schenkt uns alle Zutaten. Was wir daraus machen, liegt an uns. Hier auch wieder noch so ein Kärtchen. Also bei diesem Buch und auch gerade dadurch, dass das so fast in A4 hat, nächstes Mal, wenn ich so ein großes Buch mache, mache ich mir mehr von den großen Karten. Ja, also große Inhalte. Und ja, weil die kleinen, klar, die kleinen Taschen, die braucht man immer. Nur die großen, mit den großen Pockets hier, die zu füllen, da muss man dann echt dran denken. Weil normalerweise ist man einfach, oder bin ich auf jeden Fall, kleinere Journals gewöhnt. Ja, also herrlich, dieser Spruch, ne? Liebe Jutta von Funkelkram, ich danke dir dafür, dass du diesen Spruch im Sortiment hast. Well-behaved women rarely make history. Das muss hier rein. Genau, hier haben wir dann keinen Umschlag. Wish, love, wish, dream. So, das neigt sich schon am Ende zu. Hier haben wir noch wieder, wir haben ein Klappelement mit kleinen Taschen. Und ich finde diese Cosmos Infinity Elemente, die eignen sich so gut für so ein Journal. Das war eigentlich so ein Home Run, wenn man es genau nimmt. So wirklich zu sagen, hier, das ist genau richtig. Das passt wie A auf E, ne? Das passt so richtig gut. Hier, das habe ich auch aus der Happy Mail. Das passt auch farblich hier so richtig schön rein. Ich habe es noch nicht beglitzert. Das müsste vielleicht noch beglitzert sein. Also ein bisschen Glitzer und Glamour habe ich hier drin. Und jetzt kommen wir hier zu dem finalen Stück. Und zwar ist das hier der Magnetfolder. Auch abgeguckt bei Jutta von Funkelkram. Hier ein bisschen Papiere hier so ungleich verteilt. So eine Treppe habe ich das gemacht, dass das hier ein bisschen undekoriert, was auch der Plan war, dass man einfach noch ein bisschen Platz zum Schreiben hat. Weil ich weiß, dass meine liebe Freundin auch Sprüche sammelt oder immerhin über viele Sprüche stolpert. Das heißt, hier ist super viel Platz drin, um noch eigene Sprüche, die einem so über den Weg laufen, unterzubringen. So, Magnetfolder, hat eine Pocket. Hier hätte ich zum Beispiel auch noch ein richtig großes Element reinpacken können. Ich muss gestehen, mir lief dann zum Schluss ein bisschen die Zeit davon. Hier ist auch jetzt klack. Der zweite Teil des Magnetfolders. Der zweite Teil des Schreibpapiers. Und auch hier zum Schluss wieder eine kleine Pocket. Tja, meine Lieben, wir sind am Ende dieses Flip-Throughs angekommen. Ich glaube, das müsste jetzt an die 20 Minuten haben. Wenn mich alles täuscht.
Schweren Herzens. Ich reg mich immer auf, wenn Leute bei eBay Kleinanzeigen schreiben, schweren Herzens muss ich mein Pferd bla bla abgeben. Schweren Herzens muss ich meinen Hund abgeben. Denke ich immer so, eigentlich kann man vieles regeln. Und diese schweren Herzens können sie sparen, wenn sie ihr Pferd oder ihren Hund verkaufen. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, ganz klarer Fall. Da muss man handeln und da muss man auch ein schönes neues Zuhause suchen. Aber ich glaube, in 80% der Fällen ist es kein Schicksalsschlag, sondern nur Geld oder Last. Und das überlegt man sich vorher, wenn man sich ein Tier kauft. Gut, deswegen schweren Herzens, kleine Anekdote am Rande. Klar, Härtefälle ausgenommen, habe ich absolutes Verständnis für. Aber hier und bei diesem Buch ist es wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich gebe es mit dem lachenden Auge ab, weil ich weiß, wer es bekommt. Weil ich weiß, dass es in guten Händen ist und in artgerechter Haltung. Das weinende Auge ist, ich muss es aus der Hand geben. Ich muss es abgeben. Nein, ich will es auch abgeben. Ich will es abgeben, weil ich es genau für diesen Menschen gemacht habe. Und genau bei diesem Menschen wird dieses Buch richtig sein. Dafür ist es gemacht und jedes Teilchen ist mit Liebe und mit dem Gedanken daran reingewandert, dass es genau für diesen Menschen ist. Also, wenn du das hörst, wenn du das siehst, fühl dich geknutscht, nochmal hier nachträglich, weil dieses Video den ganzen Zacken nach deinem Geburtstag kommen wird. Ich hatte riesig viel Spaß. Ich habe echt früh angefangen, Materialien zu sammeln. Ich habe früh angefangen, hier die Grundlagen zu basteln. Dann wurde es im Dezember ein bisschen anders, das Leben. Und dann bin ich ein bisschen in Stress geraten. Aber, dazu muss ich wirklich sagen, aber, Stress verleitet mich immer dazu, noch bessere Ideen zu haben. Es ist ein bisschen schräg. Es ist wirklich ein bisschen schräg, weil eigentlich ist Stress ja im Volksmund nicht positiv. Und es ist auch manchmal gefühlt auch eher negativ als positiv. Nur was das Kreative angeht, mit dem Stress, den ich mir hier mit dem Buch jetzt zum Schluss gemacht habe, die letzten Tage habe ich echt gewuselt und gewütet, hatte ich noch ein paar echt geile Eingebungen, die nochmal mega Spaß gemacht haben. Und ich habe von mir selber Sachen gelernt, die ich vorher nicht kannte. Von daher, alles schön. Ich habe jetzt noch zwei kleine Baustellen dort zu beheben. Noch ein paar Die-Cuts hier reinzufügen. Die zeige ich euch jetzt auch nicht mehr. Und die Geburtstagskarte zu schreiben. Und dann wird dieses Journal in, lass mich kurz mal rechnen, 5 Stunden spätestens auf die Reise gehen. Und heute Nachmittag dann bei dem Bestimmungsort ankommen. Aber ich sehe schon, der Mod Podge ist noch gar nicht richtig trocken auf dem Cover. Seht ihr das? Ja, das ist hier auf knappe Naht und letzten Drücker fertig gebasteltes, mega geiles Cosmos Infinity Sprüche Junk Journal. Ich werde das wieder tun. Stimmt nicht das Gleiche, kriege ich eh nicht hin. Aber ein Sprüche Journal werde ich bestimmt mal wieder machen, weil das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auch so ein paar Leute von euch angesteckt, die mit mir jetzt einfach Sprüche tauschen. Und du Liebe, die mich auf YouTube in einem Kommentar angeschrieben hat, ich schick dir nochmal eine kurze Antwort. Vielleicht möchtest du die Sprüche ja auch haben, dann schicke ich sie dir. Jedenfalls alle die ich bis jetzt zusammengetragen und auf Schreibmaschine gebannt habe. So. Ich lasse euch jetzt mit eurem Basteltag in Ruhe. Ich mache jetzt hier die letzten Handschläge. Ich freue mich mega, dass ihr dieses Flipthrough mit mir geteilt habt und dass ihr dieses Projekt mit mir geteilt habt. Ja, ich freue mich auf die nächsten Projekte. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Oder auch in dem Projekt. Habt Spaß, macht was Feines. Vielleicht könnte ich euch inspirieren. Vielleicht habt ihr noch neue Ideen für mich. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.